Hi, heute bin ich mal hier, so über Video, ne? Und zwar hat das folgenden Grund. Ich habe euch über eine Instagram-Story eine Frage gestellt, worüber mein nächstes Video gehen soll. Ob es über Mut oder Talent gehen soll. Und da habt ihr 50-50 entschieden. Und dann dachte ich, naja gut, machst du zwei. Ja, hätte ich ja wahrscheinlich eh gemacht, also von daher. Und dann dachte ich, gut, Mut. Aber für Mut braucht es Mut. Und dachte ich, gut, für mich bedeutet jetzt Mut, mich hier vor die Kamera zu setzen und mit euch zu reden und quasi ein Video von mir zu veröffentlichen, wo ich dann auch drauf bin. Und das mache ich. Das ist heute für mich mein mutiger Schritt. Genau, ansonsten möchte ich euch jetzt gerne einfach Impulse zum Thema Mut mitgeben. Und hoffe, dass sie euch Mut machen. Genau. Auf jeden Fall geht es darum, ich glaube nämlich, dass wir Mut gar nicht sehen, den wir tagtäglich aufbringen. Vielleicht suchen wir diesen großen Mut in den Filmen mit Explosionen und weiß ich nicht. Genau. Aber ich finde, wir bringen alle tagtäglich sehr viel Mut auf. Und das fängt schon, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das fängt schon an, indem ich einfach sage, okay, nein. Bedeutet Mut, vor allem wenn ich das Menschen gegenüber sage, die mir sehr wichtig sind, mit denen ich emotional verbunden bin. Dann bedeutet es aber auch Mut zu sagen, hey, hier bin ich und so bin ich. Ich habe meine Ecken und Kanten und ich zeige sie dir. Ich zeige dir auch meine verletzlichen Seiten, meine melancholischen Seiten, meine Tiefpunkte, mein Traurigsein, mein Fröhlichsein, alles gehört dazu. Ich finde auch, dass es sehr mutig ist, zu sagen, hey, okay, ich sehe das anders. Oder auch zu sagen, hey, okay, ich habe mich da falsch verhalten, du hast recht, das war nicht okay. Sehr mutig, sich das einzugestehen, zu sagen, ja, hier war ich jetzt der Arsch. So. Aber auch dann zu sagen, hey, hier bist du gerade der Arsch, okay? Also es geht immer in beide Richtungen, nicht nur in eine. Genau, dann finde ich es auch sehr mutig, wie gesagt, auch Sachen von sich selbst preiszugeben oder auch zu sagen, okay, ich mache hier was und dafür brennt mein Herz, das mache ich gerne. Ich habe damit auch eine Idee, die ich verfolge, die ich gerne in die Welt hinaustragen möchte. Und ich tue das. Das ist Mut, weil ich mache mich angreifbar. Ich zeige mich, ich zeige Dinge, die ich tue und damit setze ich mich auch Kritik aus oder auch Menschen, die sagen, hier, nee, ist ja jetzt völlig blöd. Genau, und das ist okay, also das kann man haben, man kann dann seine Meinung haben und ich finde, man sollte sich halt immer überlegen, wie man die äußert, das ist sehr wichtig, weil man nie weiß, was das bei dem anderen anrichtet. Das kann natürlich mal besser oder schlechter, das sind alles nur Menschen. Genau, aber ich denke, das ist sehr mutig und wir vergessen das, dass wir, wenn wir solche Dinge vertreten, die uns wichtig sind und die uns am Herzen liegen, dass wir da von uns sehr viel preisgeben und uns zeigen und auch lernen, dieser Kritik oder diesen Angriffspunkt auszuhalten und das erfordert auch sehr viel Mut. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich Mut lohnt, weil ich dann nämlich auch den Mut habe, Dinge für mich einzufordern oder für vielleicht auch andere zu unterstützen, gewisse Dinge für sich einzufordern, wenn
dass Unterstützung benötigt. Und genau, das finde ich sehr wichtig. Und das sollte uns auch bewusst sein. Aufopferung und völlige Selbstaufgabe hilft weder ein selbst noch dem anderen. Und es erfordert eben auch Mut, dann zu sagen, stopp, hier, das geht nicht weiter. Und genau. Also, wie gesagt, ich glaube wirklich, wir sind alle viel mutiger, als wir uns das so selbst eingestehen. Und ja, es interessiert mich gern, wo seht ihr denn euren Mut? Wo bringt ihr Mut auf? Wo macht ihr denn Sachen anders und sagt, hey, hier mache ich, stehe ich dazu, 1A. Und was erfahrt ihr für Rückmeldungen? Oft ist es tatsächlich so, dass ich Menschen gerade deswegen sehr bewundernswert finde oder sehr sympathisch durch ihre Ecken und Kanten. Und ja, vielleicht geht es euch ja auch so. Oder wo seht ihr denn Mut, den ich jetzt vergessen habe? Und was versteht ihr auch darunter? Und vielleicht habt ihr auch ein Beispiel. Das macht es immer ein bisschen lebendiger. Und genau, so können wir uns das alle auch ein bisschen bewusster machen, wie mutig wir doch schon sind in vielen Sachen. Sei es zu Hause, in der Familie oder unter Freunden, auf der Arbeit, in unserem sozialen Kontext. Genau. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.